Bei dem heutigen Thema, bei unserer heutigen Transformation geht es folgendes. Heute kommt ein Friseur, ein Haarsystem, nämlich ein Friseur aus Köln. Also lasst euch überraschen. Ja, hallo, mein Name ist Andreas, ich von Hair Systems Heidige. Heute ist Freitag, das bedeutet euch neue Frisuren und ich darf begrüßen an meiner linken Seite den... Steven. Du kommst her wo? Ich komme aus Köln. Ah ja. Steven ist was ganz Besonderes. Steven ist nämlich ein ganz, ganz hervorragender Friseur. Was ist dein Spezialgebiet? Erzähl das mal dem Publikum. Mein Spezialgebiet ist auf jeden Fall Koloration und Styling, okay. Wobei ich auch gerne schneide. Also ja? Ne, generell mache ich meinen Beruf grundsätzlich schon gerne, sehr lange, mittlerweile seit 13 Jahren. Ja. Genau. Habe selber ein paar Probleme mit meinen Haaren, was mich sehr stört, weil ich natürlich jeden Tag ja? Ne, mit dem Thema Haar konfrontiert bin. Und ja? Deswegen freue ich mich jetzt. Okay. Also, ich kann sagen, er ist ein toller, stylischer, junger Mann. Aber es fehlt eine ganz wichtige Person. Weißt du wer? Der Stylist. Genau. Mhm. Den holen wir jetzt einfach mal. Alex, kommst du einfach mal dazu? Hi Alex, ich grüße dich. Hallo Alex. Hi, freut mich, Steven. So, Alex, das ist dein Kunde, dein Model und ich weiß definitiv, das wird top aussehen. Lasst euch überraschen und nachher werden wir das Ergebnis sehen. Also, bis bald. Time served in the war. He used to pick up radio waves that he said were from the future. As little children, we would gather round. To us, he was a giant. But when it came to taking medicine, the man was non-compliant. He'd tell me, hey, what would you say if I could build a little vessel that could take us to another time and place? What would you say if the burning could be powered by the smile on your face? What will you say? Will you follow me, follow me, follow me, follow me round the way? He'd laugh and say, but I'm too tired for that one today. He'd take us fishing at the local dam. We would bike down from his house, telling stories of a captain he knew from his travels to the past. The cannonballs and muskets and the weapons of you. Ja, Steve, ich bin baff. Alex, gib mal Hammer. Wie, erzähl was, Steve. Ich hab gar keine Worte. Was, erzähl du. Mir fehlen auch die Worte. Ich fühle mich mega wohl. Ja? Das ist ein neues Lebensgefühl. Definitiv. Also ich kenne dieses Gefühl nicht. Ist schon viele, viele Jahre her, dass ich überhaupt Haar hatte. Ja. Ja, dementsprechend, ich muss mich dran gewöhnen, aber es wird eine sehr positive Umgewöhnung. Ich freue mich drauf. Super. Also, Alex, ganz tolle Arbeit. Ich bin total, total gerührt, wie du dich auch so weiterentwickelt hast. Richtig hammermäßige Arbeit. Und das könnt ihr natürlich am besten beurteilen. Ja, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, macht einfach einen Daumen nach oben. Es würde natürlich freuen, wenn ihr auch mal dazu schreibt, was ihr noch alles sehen wollt. Vergesst natürlich auch nicht unseren Instagram-Kanal und Facebook und natürlich unseren Online-Shop. Und wenn ihr gar nichts vermissen wollt, einfach unten auf die Glocke drücken. Also, mir hat es mega gefallen, euch zu begleiten, Alex und Steve. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Tschüss, euer Andreas. Ciao.